Wir sind vom DEFA-Studio für Dokumentarfilme. Können wir Sie fragen, warum Sie an dieser Demonstration teilnehmen, was das für Sie bedeutet? Für mich? Ja. Das bedeutet, es wird Zeit, dass in diesem Land sich endlich etwas verändert. Und das müssen wir zeigen. Das müssen wir auch zeigen. Aber Worte alleine tun es nicht mehr. Was muss ich für Sie verändern? Für mich, das Erste und Wichtigste für mich, sind freie Wahlen. Damit das Volk entscheiden kann, wen es haben will. Und außerdem? Außerdem, das wird eigentlich deutlich an all den Aufrufen, die hier kommen. Man soll dieses Volk endlich zu mündigen Bürgern machen. Das beginnt bei der Freiheit des Wortes. Das geht weiter über die Freiheit des Reisens. Das geht weiter über die Freiheit in den Betrieben. Die ganzen Freiheiten. Es gibt eine Vielzahl von Sachen, die anders gemacht werden müssen. Aber ganz besonders, ich sage, die Einengung der Personen, die soll, also ein neues Reiserecht sollte meiner Meinung nach, ich sage, schon alleine ideologisch gesehen, ist es so, dass jetzt, wenn man sagen kann, ich kann nicht dorthin fahren, ich kann nicht dahin fahren, ich sage, wenn man sagt, Das ist sekundär. Das ist sekundär. Also meine Meinung wäre die, entschuldige bitte, entschuldige. Also meine Meinung wäre die, die haben uns 40 Jahre lang, ich bin erst 34, aber die haben uns 40 Jahre lang irgendwie verarscht. Und die haben 40 Jahre lang weniger mehr oder weniger Schindler getrieben, aber sie haben versucht, ihre Macht durchzusetzen, ihre sozialistische, eventuell gute Macht durchzusetzen. Sie haben es probiert, sie haben es vielleicht doch geschafft, aber der heutige Tag bzw. die vergangenen 9 Tage beweisen, dass wir, die eigentliche Macht, die sie versucht haben zu demokratieren, stärker sind als dies, was sie versucht haben zu verkörpern. Und es geht nicht darum, dass wir morgen mehr Bananen haben, darum geht es nicht. Also mir zumindest nicht. Oder dass ich vielleicht ein Visa bekomme, nach Hamburg zu fahren, darum geht es auch nicht. Was der Kollege vor mir sagt, es geht vielleicht darum, die Einengung. Und dass die uns ständig vorgeschrieben haben, ich habe 10 Klassen beschult, ich habe Abi gemacht hier. Und die haben versucht, uns 10 Jahre lang, beziehungsweise mir 12 Jahre lang vorzuschreiben, was ich zu tun habe. Und das ist vielleicht deprimierend, sehr deprimierend, weil wir daraus nicht gelernt haben. Hätten sie jetzt was getan, was zu meinem Vorteil, zu unserem, zu allgemeinem Vorteil wäre, hätte ich zugestimmt dem, was der Harry Tisch heute in der Jungen Welt gesagt hat und er proklamiert ja den Dialog und die Freiheit. Und es ist falsch, was er sagt. Es ist ganz einfach ein Hinauszeug und dieses, was heute passiert hier. Er will uns alle beruhigen. Wir brauchen Sichtbarmachung, Glasnost, es muss durchsichtig sein. Jede Entscheidung, die ein staatlicher Apparat trifft, muss für die Menschen durchsichtig sein. Jede Bewertung muss durchsichtig sein. Reicht nicht, dass der Innenminister sagt, neues Forum ist für ihn staatsfeindlich. Das ist 40 Jahre lang so gemacht worden. Er muss es fürs Volk sichtbar machen, warum es für ihn staatsfeindlich ist. Dann können wir alle mitreden und können sagen, aus unserer Sicht ist es nicht staatsfeindlich. Jawohl, wir brauchen Demokratie in unserem Land. Es heißt, wir haben viel zu viele leere Parolen, die Inhalte dann aber anders aussehen. Leite mit, plane mit, regiere mit, ist für die Mehrheit der Menschen nicht der Fall. Ich bin Arbeiter gewesen, habe studiert und gehöre jetzt zur Intelligenz, aber mit regieren ist nicht. Unsere Meinung wird nicht gehört. Ich möchte das in zweierlei Richtung deuten. Natürlich muss man zunächst zum Ausdruck bringen, dass die Massenmedien der BRD, das sage ich in vollem Bewusstsein, sich seit längerer Zeit mit der Stadt Leipzig beschäftigen. Und wenn Sie das selbst in dem Fernsehen der BRD verfolgen, so zeigt man in Leipzig immer wieder oder von Leipzig immer wieder das, was in unserer Stadt noch nicht in Ordnung ist. Und das ist zurzeit noch vieles. Aber man zeigt nicht so viel, was in unserer Stadt schon in Ordnung gebracht wurde. Und wir haben uns nicht nur ich, sondern auch das Rathaus generell, die Vorsitzende der Ständigen Kommission, haben sich dazu positioniert, ob es richtig ist, diesen Dialog auf der Straße durchzuführen.
Wir werden geeignete Form finden, auch hier in unserem Haus den Dialog fortzusetzen, in Form von Rathausgesprächen. Das erwägt der Rat der Stadt gegenwärtig. Und wir werden in den nächsten Tagen eine Stadtverordnetenversammlung durchführen, wo wir uns eindeutig auch zu solchen Dingen positionieren. Was da drauf steht. Kommen Sie zurecht, Herr Kuder. Kommen Sie zurecht. Darf ich lachen? Wie kommst du dazu? Ich meine, wie findest du das hier? Beschissen. Aber es nützt doch nichts, müsst ihr machen. Na ja. Also was zum Pressen brauchen, weißt du? Ich finde keine Arbeit hier und alles so. Keine Arbeit. Okay, 46 mal 6, glaube ich. Die Nacht. Seine Arbeit. Und wenn der Oberste kommt, dann muss er gehorchen. Buckel kommen. Ansonsten gibt es einen mit der Ruhe. Oder gibt's kein Geld? Sag mal. Also als Überzeugung habe ich sie nicht abgemacht. Ich hätte sie dran gelassen. Es hat schon Hand und Fuß gehabt, was da dran stand an dem Plakat. Und sonst machen ja die Leute das nicht, die Demonstration. Dass das mal passiert bei uns im sozialistischen Lager, dass mal die unterste Schicht sich wehrt, das müsste ja mal kommen. Oder nicht? Warum meinst du das? Das habe ich doch gesagt. Die Leute, die uns führen und lenken und erziehen wollen, das geht ja bis ins hohe Alter rein. Die dürfen für mich nicht. Die tun die Leute runterdrücken und sich selber bereichern. Nichts mehr, da gäbe ich absolut keine Chance. Die ganzen Leute, die müssen weg. Wir haben 40 Jahre den Staat in den Grund und Boden gewirtschaftet. Also die können für Leute auf morgen nicht umdenken. Das kann mit denen nicht werden. Und auf alle Fälle müsste der SED ihren alleinigen Machtanspruch aufgeben, sonst wird das da gar nicht. Das kann nicht sein, dass eine Partei alles richtig macht und die anderen dann hinterher zu rennen, gleich gesagt. Das ist sinnlos. Ob die überhaupt jemals das Vertrauen der jetzigen Jugend, also Generation, gewinnen können, das ist für mich auch noch fraglich. Dann müssten sie erstmal das Bildungswesen ändern, damit sie Chancen haben, die nächste Generation, die jetzt heranwächst, wieder das Vertrauen zu gewinnen. Das Vertrauen direkt jetzt, das sehe ich, das haben sie hauptsächlich durch die Wahl verloren. Das hat hier wie eine Bombe eingeschlagen und da ging eigentlich
der ganze Terror, nenne ich mal so, hier das Durcheinander löst. Vorher hat es auch schon anderthalb Jahre die Nikolaikirche gegeben, das war nicht so im Gespräch wie seit der Wahl. Und die Kirche ist eben nun mal die einzige Institution gewesen, die sich für die Probleme der Bürger eingesetzt haben. Da war keine Partei da, keine Gewerkschaft, nichts eigentlich. Alle staatlichen Organe haben eigentlich versorgt für mich. Meiner Meinung nach ist es auch unmöglich, dass eine Parteiführung plötzlich die Fahne in einen anderen Wind hängt. Ja. Das ist unmöglich normalerweise. Dass ein Gewerkschafter sagt, wir wollen jetzt zu echter gewerkschaftlicher Arbeit übergehen. Das ist unmöglich, das gibt es gar nicht sowas. Damit geben die ja zu, dass die jahrelang keine gewerkschaftliche Arbeit, keine echte gewerkschaftliche Arbeit ausgeführt haben. Das ist ja beschämend im Grunde genommen. Ja, freilich, der Arbeiter fühlt sich von der Gewerkschaft total im Stich gelassen, weil bei ihm nicht unternommen wurde. Wie ist es denn, wenn du mal eine Gewerkschaft brauchst? Ist ja nicht so, dass du hingehen kannst und sagen, ich habe mal das Problem, können wir nicht mal helfen oder irgendwas. Die Gewerkschaft steht über dir wie der Chef hier im Betrieb. Ja, das ist der längste Arm von der Partei. Eben. Es ist ja schon sehr weit gekommen, dass der Parteisekretär einen Betriebsdirektor vorschreibt, ihren Betrieb zu führen. Das würde wahrscheinlich davon gleich auch keine Ahnung haben. Aber so ist es eben. Eben drei richtig, was? Dass man 40 Jahre gearbeitet hat, das sind mal besser Geld, denke ich. Und ist er nicht, oder? Geld ist nicht. Oder, ne? Das ist schon das Traurige. Ich meine, es hat sich ja viel getan in den 40 Jahren. Plötzlich stagniert seit so einer langen Zeit, es müsste ja nur endlich mal weitergehen. Wenn sie nicht unser Ziel sind, dann stehen zu bleiben, wo wir sind, schon jahrelang. Die Schlamperei, die es überall gibt, das kann nicht mal so weitergehen. Es ist schon rückwärts gegangen, alles. Ja. Es geht bei der Patrouille los und hört bei der Arbeit auf. Das hat er mit Arbeit nicht mehr zu tun hier. Dein Lebensweg wird vorbestimmt, von Geburt an. Und wenn du hier was werden willst, dann möchtest du in der SED eintreten, dann möchtest du 3 Jahre zur Armee gehen, dann kriegst du so gut wie alles. Wir haben sie mal gesagt, wenn ich studieren will, SED, 3 Jahre Armee, kriegst du Studienplatz als Ingenieur vom Maschinenbauer. Obwohl meine Zeugnisse von der Schule her das normalerweise gar nicht zulassen. Und da habe ich gesagt, wenn ich das bloß mit SED und mit 3 Jahre Armee schaffen kann, verzichte ich lieber gleich drauf. Und da bin ich eben der einfache Arbeiter geworden. Ich bin ja sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Vorher war ich politisch normalerweise überhaupt nicht engagiert. Bis mit der jetzigen Zeit wurde das im Grunde genommen unabwendbar. Ich bin jetzt am letzten Mittwoch ins neue Forum eingetreten, um auch ein bisschen aktiver mit dazu beizutragen, dass ich was tut endlich. Auch in meinem Betrieb Leute anzusprechen und der Hoffnung, dass sie Mut haben, ins neue Forum einzutreten und auch ihre Meinung laut äußern. Mit zur Demonstration zu kommen, die montags stattfindet. Und dass wir wahrscheinlich eine Gruppe im Betrieb aufbauen können, um dann endlich mal mit den Leuten reden zu können. Was wir vorhaben. Und Sozialismus abschaffen will ja überhaupt keiner. Wir wollen den ja bloß verbessern. Und der muss verbessert werden. Und so kann er nicht weiter existieren, wie er jetzt momentan noch versucht zu existieren. Und nicht freiwillig. Das ist ein Ort, wo man sich jetzt, wenn der sein, der die Woche gegangen ist.
gefordert wird. Also, pass mal auf, vor einem Jahr konnte sich aber keiner über die Organisation der Entwicklung einsetzen, die uns hier zum Beispiel im Moment auch zu arbeiten. Und deswegen verstehe ich das durchaus. Wenn Leute es gesagt haben an der Stelle, nee, jetzt ist Schluss, das sehe ich nicht mehr ein, ich gehe jetzt, die einfach jetzt resigniert haben auch. Das also erachte ich durchaus als möglich. Und das entspricht auch den Menschenrechtsbestimmungen, dass sie sich dafür frei entscheiden können. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es, wenn es hier ein funktionierendes sozialistisches System geben wird, also in absehbarer Zeit irgendwann mal, dass dann auch wieder Leute sagen werden, wir würden auch gerne wieder zurückkommen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Wenn angeblich hier von Dialog geredet wird, also wir sind zum Beispiel der Meinung, dass zurzeit überhaupt kein Dialog passiert. Was hier passiert, ist eine Anhörung. Das heißt, es gibt jetzt möglicherweise das Recht von, also die SED gibt den Leuten großzügig das Recht, sich erstmal anzuhören von bestimmten Gruppen mehr, von bestimmten Gruppen weniger, was sie erstmal zu sagen haben. Ein gleichberechtigter Dialog, der findet ja im Moment überhaupt nicht statt. So. Und ohne diesen gleichberechtigten Dialog wird es hier auch überhaupt keine Form von Demokratie geben. Davon bin ich wir machen einfach los und arbeiten so lange, bis mal irgendwas passiert. Wir haben also jetzt hier mit einem Büro ein Informationszentrum eingerichtet und sind bis jetzt noch nicht belangt worden. Und wir hoffen, dass die Registrierung demnächst erfolgen kann. Wir hoffen es auf alle Fälle, natürlich. Es sind zwar zurzeit noch keine Anzeichen da, außer dass lokale Vertreter sich für die Genehmigung einsetzen wollen, also höhere Parteifunktionäre auch. Ob das stimmt, ob die sich wirklich einsetzen und ob die den Einfluss haben, das können wir eben noch nicht einschätzen. Wahrscheinlich 3.000 etwa. Man kann es nur überschlagen. 3.000. In der DDR? Das ist nicht feststellbar. Also 50 bis 100.000 schätze ich. Sie haben sich eben beim neuen Forum eingeschrieben. Was hat Sie bewogen dazu? Einmal mit darum, das bewogen war, dass hier durch das neue Forum etwas in Gang gekommen ist, was zur Veränderung der gesamten Lage in unserer DDR also beiträgt oder beitragen wird und zurzeit auch beiträgt. Denn es ist ja so, dass diese ganze Dialogsache oder was heute alles aus Trapez hier kommt, dass es doch ein Unding ist, dass man heute sagt, sie hätten das schon viel früher sagen können oder dürfen oder wollen. Das war ja nicht möglich. Es konnte ja kein Mensch, konnte ja vorher überhaupt was sagen. Heute plötzlich sagt man runter von der Straße, zum Dialog bereit. Das ist doch alles mehr oder weniger Käserei. Denn der Aufwand oder diese ganze Sache auf der Straße hätte ja überhaupt nicht sein brauchen. Es ist traurig, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass oben so viele Köpfe sitzen, die restlos, möchte ich sagen, müde waren oder überhaupt gar nicht an ihrem Schreibtisch gesessen haben oder nur am Schreibtisch gesessen haben und gar nicht gemerkt haben, was das Volk überhaupt will.
Das Vertrauen sei in den letzten Wochen und Monaten empfindlich gestört worden durch Verweigerung offener und öffentlicher Aussprachen, durch eine wirklichkeitsferne Medienpolitik, vor allem aber durch Gewaltanwendung bei Demonstrationen und das Vorgehen bei Zuführungen vor dem 9.10., das noch restlos aufgeklärt werden müsse. Das schmerzlichste Zeichen des Vertrauensschwundes sei die Ausreise von Tausenden von Bürgern. Nötig seien schnelle Entscheidungen und Zeichen, dass die beabsichtigten Veränderungen tatsächlich verwirklicht würden. Hier ist ganz stark, denke ich, an diesem Tag, nun gerade dem 7. Oktober, die Staatsmacht herausgefordert gewesen, diese gegen sie sich auflehnende Schar von Demonstranten sich zu wehren und die Dinge, wie es immer so schön heißt, dahingehend zu lösen, damit wieder Ruhe und Ordnung einkehrt. Ich finde, diese Worte sind in dieser Situation jetzt ganz besonders leicht missverständlich. Denn Ruhe und Ordnung wäre das, was uns nicht hilft. Gewalt bringt uns dort auch nicht weiter, sondern wirklich nur dieses Verstehen des Gegenübers. Und je stärker Polizeiaufgebote hier, es ist ja schon seit dem Sommer um die Kirche herum so gewesen, aufgebaut wird, sobald Hunde anfangen zu bellen, sobald dann gar noch die gepanzerten Gestalten auftauchten mit ihren Schilden und Helmen, wird auch die Angst derer, die machtlos dem gegenüberstehen, umso stärker. Und meine Befürchtung war immer, dass, wie es in Dresden leider passiert ist, dann auch von den Demonstranten her auch wieder aus der Angst heraus zu Mitteln gegriffen wird, die uns nur in ein Chaos führen würden. Ich habe erst kürzlich wieder gehört, dass ein Mitglied einer Brigade erzählt hat, man sollte die Demonstranten in einen Tunnel führen und einsperren und einzeln vernichten. Ich glaube, das steckt so tief verwurzelt noch immer in manchen Köpfen, dass man hier ganz, ganz viel Bewusstseinsarbeit nachholen muss, die so vernachlässigt worden ist. Ich glaube auch, dass die Ereignisse um den 7. Oktober herum, auch hier in Leipzig, diese brutalen Auseinandersetzungen mit den Demonstranten noch viel Arbeit bedürfen, sie aufzulösen und auch in den Köpfen derer, die dort ihre Macht haben, geradezu triebhaft auslassen können, ein Umdenkungsprozess vor sich gehen muss. Aber genau dieser Prozess muss gewaltlos vor sich gehen. Ich bin überzeugt, dass hier kein Aufrechnen und gegeneinander neue Berechnungen begleichen wollen hilft, sondern nur dieser ganz beharrliche Dialog ohne jede Gewalt. Ich hatte direkt vor meinen Augen eine Frau, ich weiß noch nicht, ob die damit hereingeraten war oder ob die direkt an der Demonstration da teilgenommen hat. Und die Frau, die hatte wie ein Schock. Die hatte, war beladen mit Einkaufsbeuteln, mit Spielzeug und so weiter drin. Und die stand völlig fassungslos da, hat nur noch geweint. Und mir ging das dermaßen nahe. Und wir haben uns alle gefragt, oder viele haben sich gefragt, ne, wo soll das noch hinführen, wenn wir nicht imstande sind, die Probleme auf friedliche Art und Weise zu lösen, sondern eben mittels Gewalt. Ich komme aus Leipzig und für mich ist es ein ungutes Gefühl, wenn ich da in der Sperrkette stehe und da kommen Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen, gucken ihn an, schütteln mit dem Kopf, drehen sich rum und hauen ab. Das sind für mich persönlich Gefühle, die kann ich nicht beschreiben. Die Einsätze am Montag haben sich ja seit dem 15.01. relativ regelmäßig, oder sind wir dort zum Einsatz gekommen? Die Stimmung und Meinung der Wehrpflichtigen, die vorliegen schriftlich zum Teil, sind sehr differenziert. Es geht bis zu der Meinung, wie wir denn auch dazu gekommen sind, laufen lassen, bis dahingehend mit allen zur Verfügung stellenden Mitteln gegen diesen Personenkreis, der auf der Straße ist, vorzugehen. In verschiedenen Diskussionen und Gesprächen sind wir auf die Meinung eingegangen der Wehrpflichtigen. Und letztendlich haben wir sicherlich auch bestimmte Überzeugungsarbeit geleistet, denn es gab im Bereich dieser Dienststelle keine Weigerungen oder Probleme, wenn die Einsätze vorbereitet wurden, beziehungsweise diese auch bis zum 9.10. realisiert wurden. Und
Wir haben es als Aufgabe betrachtet, auch leitende Offiziere der vorgesetzten Stelle. Wir sind in die Kollektive gegangen, denn der 18- und 19-Jährige, der das erste Mal mit solchen Sachen konfrontiert worden ist, dass einer mit der Axt vor ihm steht oder dass er ihn beschimpft auf übelste Art und Weise, nur dass der das nicht verkraftet. Der ist gar nicht vorbereitet in diese Dinge. Und ich bin der Meinung, dass das Auftreten der leitenden Offiziere in den einzelnen Kollektiven ja, also recht ordentlich war und die Leute das dann auch eingesehen haben. Nusse Pummert, wie war die Situation in Leipzig am 9. Oktober 89? Am 9. Oktober? Sehr angespannt. Auch sehr unüberschaubar, weil ja doch große Schichten der Bevölkerung in Bewegung gekommen waren. Und klar war, dass die Montag-Demonstration in Leipzig eine Größe annehmen wird, wie wir sie bisher in dieser Stadt nicht kannten. Und die an alle politischen Kräfte dieser Stadt, auch an die Sicherheitskräfte, die Forderung stellte, Entscheidungen zu treffen, die für Gegenwärtiges und Künftiges wichtig sind. Also es ging nicht um eine Entscheidung für den 9., sondern am 9. ging es um Entscheidungen, die über den Tag hinausreichen. Wir haben ja eine ganze Menge diskutiert, erörtert. Ich meine, wir jetzt hier unter uns und an diesem Tag sind natürlich auch pausenlos Gespräche gewesen, hier bei uns im Sekretariat der Bezirksleitung mit gesellschaftlichen Kräften der Stadt. Und wir haben am Nachmittag gesagt, wir werden uns mit einigen uns wohlbekannten Persönlichkeiten der Stadt Leipzig zusammensetzen, um unsere Meinungen und Erfahrungen noch einmal auszutauschen und auch zu überlegen, was zu tun ist, was jetzt geboten ist. So kam es zu den Treffen mit Professor Kurt Masur, Dr. Zimmermann, Bernd Lötz-Lange, Roland Witzek, Kurt Meyer und mir. Ich denke, man kann nicht nur auf den 9. gucken, sondern man muss den Monat davor von dem ersten Friedensgebet an nach der Pause im Juli und August, das heißt also vom 4. September an, betrachten. Und da hat es eine Eskalation gegeben von Montag zu Montag. Und dann lag noch der 4. Oktober in Dresden dazwischen, als dann am 6. hier in der Leipziger Volkszeitung stand von einem Kampfgruppenkommandeur, wir wären mit der Waffe in der Hand endgültig und wirksam die Konterrevolution, ja, was weiß ich, zum Stehen bringen. Da haben viele alles das, was sie in den Wochen vorneweg gehört haben als Gerücht oder auch selber gesehen haben und ein Stück verdrängt haben, plötzlich als eine sehr angstmachende Wirklichkeit erfahren. Ja, und mich selber hat das sehr in Bewegung gesetzt und am Montag, am 9. dann, am späten Mittag hat es angefangen, dass ich glaube von drei Seiten, von vier Seiten aus, die sechs, die da dann zusammensaßen ab 3:30, ja den Kontakt gesucht haben. Und zwar sind, glaube ich, alle sechs davon ausgegangen, wenn man nicht was Außerordentliches unternimmt, um der Polizei und den Kampfgruppen und wahrscheinlich ja auch der Armee, die im Einsatz war, und den Männern und Gruppen des Ministeriums für Staatssicherheit klarzumachen, dass es hier Frieden um jeden Preis und wirklich um jeden Preis geben kann, dann ist der Sozialismus in dem Land am Ende. Und zwar nicht bloß in der Stadt, sondern in dem Land. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass wir an dem 9. Nachmittag uns gegenseitig nicht befragt haben, was wissen wir, was vorbereitet ist und was erwarten wir, sondern wir sind davon ausgegangen, zu erwarten ist eine Konfrontation, wo die Leute losstürmen und zusammengeschossen werden.
aus der Erkenntnis heraus dann am 7., dass also bestimmte Probleme eskaliert sind, wurde dann auch die Vorplanung vom 9. dementsprechend getroffen. Um das vielleicht mal ganz deutlich zu sagen, bis dato haben wir mit unserer Technik, sprich Räumen und Schutzschilder und andere Dinge, Sonderausrüstung, nie in Einsatz gefahren. Die Dinge waren bis dato gar nicht hier in der Dienststelle. So deutlich muss man das sagen, nicht, dass manche denken, dass wir schon seit ewig und drei Tagen uns hier in dieser Richtung vorbereitet haben. Das ist erst aus dieser Situation entstanden und wir mussten kurzfristig uns mit solchen Dingen befassen, dass wir unsere Fahrzeuge schützen, damit nicht solche Dinge passieren wie in Dresden, dass Angehörige Innenautos angegriffen werden, Scheiben eingeschlagen werden und dergleichen mehr und bestimmte andere Dinge wie diese Schutzschilder, Räumschilder und dergleichen angebracht werden. Die Genossen wurden vorbereitet in Form von aktuellen Gesprächen, Einweisungen in die Lage aufgrund von Informationen, die uns zugegangen sind und natürlich auch in Ausbildung der Ergebnisse vorangegangener Einsätze, welche Probleme es da gegeben hat, was anders organisiert wird, in welcher Art und Weise wir auf ihre Probleme eingehen können, um natürlich auch zu gewährleisten, gerade nach dem 2.10. den Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Persönlichkeit. Direkt in die vorgesehenen Einsatzvarianten sind die Genossen nicht eingewiesen, also die Wehrpflichtigen. Das beschränkte sich in der Regel auf die Vorgesetzten. Was hat man euch gesagt, was das für Leute sind, gegen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst dort auf der Straße? Also, man hat uns gesagt, dass es, zum einen hat man uns gesagt, dass es Staatsfeinde sind. Vor allem waren es bis zum Anfang die Ausreisewilligen waren, dass die mit unserem Sozialismus nichts am Hut haben und deswegen unser Land auch verlassen und bei uns eigentlich nichts verändern wollen und nur auf der Straße eben Stimmung machen wollen, damit sie ihren Ausreiseantrag Nachdruck verleihen können. Wir waren zum Beispiel tief bewegt, wo wir gehört haben, wie Tausende von Leuten der Internationale gesungen haben und diesmal als Bedürfnis heraus, das war diesmal nicht aufgezwungen, das hat man irgendwie richtig wahrgenommen, wir haben das ja auch gehört. Und wenn man dann in der Zeitung gelesen hat, sie missbrauchten Symbole der Arbeiterklasse und so, also das war im Prinzip das, was in der Zeitung wiedergegeben war, was man uns hier drinnen eben erzählt hat. So, und dass wir nicht der Meinung waren, das ist selbstverständlich, wir haben uns dagegen eben mit unserer Meinung eben die offen dargelegt und auch die Offiziere haben teilweise unsere Meinung mit vertreten, bloß zu sagen eben, wir sind Polizei und wir bekommen unsere Befehle und nach den Befehlen müssen wir handeln. Und ob euch das passt oder nicht, ihr müsst es machen, ansonsten dann kann ganz passieren, dass irgendwelche Konsequenzen auf uns drauf zukommen. Die Gewalteinwendung, was wir so verfolgt haben, war eben gerade seitens Schutzpolizei ziemlich krass. Da wurden Leute rausgerissen, an Haaren rausgezogen und dann vom Ello wurden sie verprügelt, zweimal, dann auf dem Ello drauf, dann noch drei Mann. Und uns wurde eben gepredigt, eben bloß so lange oder zumindest, wenn er also schlagschlag eingesetzt wird, dann eben wirklich bloß, um die Leute ruhig zu stellen oder bloß eben mit seinen Sinn und Zweck erfüllt und nicht ziellos und drei, vier Mann da ohne Kontrolle auf den Mann einschlagen. Also, das haben wir ein paar schweren Sonnabend erlebt. Und da gab es Puhrufe auf seitens Demonstranten, da haben sie eben den Ello gewendet, gedreht, hinten zugezogen und da ging es eben drinne weiter. Und das sind also eine Sachen. Also, völlig unverhältnismäßiger Einsatz von Gewalt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe das selbst gesehen, stand in der Sperrkette. Wir hatten die Aufgabe, die Kette aufzumachen, Schutzpolizei durchzulassen und die haben sich da irgendjemanden vorher ausgeguckt, den sie rausgreifen. Es ist eben vorgekommen, dass 4 bis 5 Schutzpolizisten auf eine Person losgestürmt sind, haben diese Person dort an den Arm, Zuführungsgriff nennt man das, auf den Rücken gedreht und die wurden, trotzdem sie sich nicht mehr wehren konnten und mitlaufen mussten ganz einfach, weil sie eben nicht, wenn man einen Arm verdreht kriegt, da läuft man, trotzdem noch Prügel bekommen haben. Wurde eben an den Haaren gezogen, wurde eben auf dem Körper, auf der Arme, aufs Gesäß geschlagen, das hat man eben gesehen, das war wirklich nicht notwendig. Ja, vom Ello haben die Hände gehoben, also trotzdem wurde eingeschlagen, also das war grausam eigentlich, das war schlimm. Das ist, weil hier wertvolle Sachen abgelagert werden, deswegen kommt das Gitter hier rein. Das ist schon lange gefordert, da kommen ja teure Sättel vom Pferdesport und sowas rein. Das ist überraschend. Das ist jetzt so, kurz danach, wie wir hier hängen. Das ist nur überraschend, das ist jetzt so. Überraschend. Man denkt, wir werden noch mal welche eingesperrt oder was. Wenn wir dann nicht hoffen, dass wieder die alten Leute wieder an die Macht kommen.
Könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, wie das abgelaufen ist am 7. hier? Also die LKWs von der VP sind rückwärts hier rangefahren. Hier stand ich Spalier mit Volkspolizisten. Es ging dann praktisch in die Halle rein. Einzeln. Jeder, der abgestiegen war, musste sich an die Wand stellen. Arme hoch und Beine breit. Und die Beine waren den Volkspolizisten nicht breit genug. Wurde immer erst eingetreten bei jedem. Das kann er auch bestätigen. Und von dieser Leibesvisitation aus ging es dann in die Pferdestelle. Hunde liefen die ganze Zeit auf und ab. Riesenschnauzer, zwei Stück. Und Volkspolizisten mit Gummiknüppel schwingt immer hoch und runter. Drei Mann von jeder Seite. Dieser Seite nachts dann 16 Boxen zu 10 Personen Männer und hier drüben 2 Boxen zu 10 Frauen. Nirgends Stroh und immer. So. Und die habt ihr standen dann die ganze Nacht da drin? Ja, es war zu kalt und die Tür war immer offen. Ich war 22 Stunden hier. Und von 23 Uhr bis 11 Uhr passierte nichts. Wie ist das mit den Schlüsseln gewesen? Können Sie mal kurz sagen? Lediglich, dass eben angewiesen wurde, dass die Schlüssel für diese Maßnahmen immer zu diesen Tagen bereitzustellen sind und der VP zu übergeben sind. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und die waren dann bei Ihnen und haben sich die Schlüssel abgeholt? Ja, beim Betriebsschutz. Ich bin ja um die Zeit dann meistens nicht mehr im Betrieb gewesen. Sind beim Betriebsschutz abgegeben worden, in den Umschlag und dann von dort in Empfang genommen. Das ist das Einzige. Wann war das? Oh, ja, jedes Mal montags. Jetzt die einzelnen Tage müssen wir natürlich auf den Kalender gucken. Da kann ich sagen, welche Tage das waren. Vor dem 7. Oktober? Nein, das ist nach dem 7. Oktober gewesen. Vor dem 7. Oktober glaube ich noch nicht. Nee, das war schon nach dem 7. Oktober. Also wo sie bei mir direkt festgelegt waren vom Montags. Haben Sie gewusst, wofür die Hallen benutzt werden? Ja, wenn die Volkspolizei die Hölle ist. Also wer da sagt, der hat nicht gewusst, für was sie benutzt werden. Ja, müsste ja dann direkt liegen. Also Sie haben es auch gewusst, ja. Dass das für Verhöre benutzt wird? Nein, dazu nicht. Das wurde uns lediglich gesagt, dass hier das sozusagen als Befang Räume erst einmal genutzt wird. Also sehr viel war mir bekannt. Das, was, also nichts Offizielles, sage ich leider. Das ist das, was ich so hintenrum so alles gehört habe und was ich mir zusammenreimen konnte. Also ganz so sind wir ja auch nicht. Ich habe mich geschämt, da mich für diese Misspolitik, die hier gemacht wurde, da mein Person herzugeben und mich dort praktisch als Polizist hinter diese Politik zu verteidigen, obwohl es überhaupt nicht in meinem Sinn war. Und ich habe dann auch, ich konnte es mit meinem Gewissen dann nicht mehr vereinbaren. Ich wurde als Tränengasschütze eingesetzt und ich habe das dann auch in meinem Zug für abgesprochen oder bin hingegangen, habe gesagt, dass ich in dem Posten dann nicht zuverlässig bin, weil ich mein Gewissen nicht, also moralisch nicht vereinbaren kann. Ich fand diese sture Politik und weil es an der Politik lag, dass es zu dieser Konfrontation kam, dass ich das mit Tränengas verteidige. Also. Das kann man sich ja vorher auch nicht aussuchen, ob man jetzt Bereitschaftspolizei geht oder jetzt anderthalb Jahre zur Armee. Das ist ja Grundverdienst, das ist Grundverdienst. Also wie gesagt, draußen die Leute, die sehen die grüne Uniform, da ist man ein Bulle und da hat sich das für die erledigt. Aber wie gesagt, dass das von uns kaum einer will oder überhaupt keiner will, dass wir dort stehen, weil wir alle schon 24 oder 25 sind und verheiratet und Kinder daheim hat. Und wenn man dann heimkommt, dann fragt vielleicht die Freundin oder die Frau, und dann hast du auch jetzt am Montag mit reingeknippelt. Das ist auch so ein Bulle. Das ist eine ganz komplizierte Situation. Es gab keine andere Lösung mehr. Hier kurzfristig am 2. zumindest die Entscheidung gefallen ist, jawohl, erstmalig seit fast 15 Jahren Sonderausrüstung. Und das betrifft alle anderen Mittel. Sicherlich, es stand überhaupt nicht zur Debatte, der Einsatz der Schusswaffe, das geht doch nicht. Die Genossen hatten die ja nicht mit. So, wir sind ja rausgekommen, Uniform, Koppel und die Sonderausrüstung, sodass gar keine Schusswaffen am Mann waren. Sicherlich haben die Offiziere ihre Pistole am Mann gehabt. Und das normal, dafür gibt es persönliche und ständige Waffenträger, die verpflichtet sind, ihre Waffen zumindest im Dienst oder bei einem persönlichen Waffenträger ständig am Mann zu haben. Aber alles andere an Schusswaffen war nicht im Einsatz, war hier in der Garnison verschlossen in den Waffenkammern.
vorbereitet und kamen ja am 7. zum Einsatz, waren die Wasserwerfer, die ja dann, einen Einsatz habe ich gesehen, dort zum Einsatz gekommen sind, als eben, naja, wir oder der harte Kern auf uns gestoßen ist im Stadtzentrum. Ich habe selbst von Freunden, die im Gesundheitswesen arbeiten, dann ab Sonntag Anrufe bekommen. Wir haben für Montag, Nachmittag, abends, nachts Bereitschaftsdienst, vor allem die Chirurgen. Ich habe dann von meiner Frau noch erfahren, dass die arbeitet in der Blutspendezentrale der Uni, dass eine Sonderanforderung von Konserven da war. Ja, viele Menschen, die bisher so nebenbei hingeguckt haben, die sind plötzlich aus dieser Angst munter geworden und haben eins und eins zusammengezählt. Und ja, da haben wir dann doch ziemlich deutlich gewusst, dass sich etwas vorbereitet wie ein partieller Ausnahmezustand für die Stadt und den Landkreis Leipzig. Und unsere Vorbereitung für den 6. und 9. sah also dann so aus, dass wir befohlen haben, den Helm und das Schutzschild mit in Anwendung zu bringen. Weil das den Genossen Sicherheit gibt, besonders den jungen Wehrpflichtigen, um nicht die Angst zu haben, mit der nächsten Flasche eine über den Kopf zu bekommen, sondern dort da zu stehen und zu wissen, ich bin auch geschützt. Einmal vorn durchs Schild und auf dem Kopf, was ja also von der Verletzung her sehr anfällig ist, das Köpfchen, dass dort die Sache in Ordnung geht. Und wäre das die einzige Sicherungsmaßnahme gewesen oder wäre zum Beispiel auch der Einsatz von Reizgas oder Wasserwerfer also auch eine Möglichkeit gewesen? Ja, die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. In der Richtung würde ich das sagen, Einsatz ist alles möglich. Die Frage ist es vorbereitet? Hat jemand überhaupt die Idee, diese Sachen einzusetzen? Frage ich anders, ist es vorbereitet gewesen? Von uns aus Einsatz mit Waffen nicht. Wird grundsätzlich durch die andere Dienststelle befohlen, sprich der vorgesetzte Dienststelle. Entscheidungsgewalt. Wir sind ausführendes Organ. Das wird vom Chef befohlen und der wird sicherlich die Befehle von der Bezirkseinsatzleitung haben. Wir hier oben auf der 5. sind konkret jetzt, also uns haben sie konkret gesagt, jetzt an dem Montag, Vormittag, am 9. Heute haben die Demonstranten keine Chance. Heute sind wir genug Kräfte, heute haben wir genug Technik, heute machen wir dem ganzen Spuk ein Ende. Heute haben sie keine Chance praktisch. Und von wem kam dieser Satz? Von Vorgesetzten. Auf Kompanieebene oder? Zuvor. Auf Kompanieebene, ja. Nicht nur auf Kompanie. Aber eben nicht bloß von unserer Kompanie, auch von anderen Kompanien. Also eine direkte Tafel existiert, also praktisch zur Einweisung, die wir hatten dann vor unserem Einsatz, wo dann auch dieser ganze Lageplan, also Stadtzentrum, aufgezeichnet war und wo eben die ganze Maßnahme ablaufen sollte. Das war am Bahnhof, also sollte eben die ganze Sache ein Ende finden. Und aufgrund der Anzahl und der ganzen Menschen ist die Sache eben ins Wasser gefallen, so sehe ich das. Eine kurzfristige Entscheidung. Also man sah praktisch ein Polizist auf sich zurollen, dem man eigentlich praktisch nicht begegnen konnte, auch in der Technik nicht. Und das war eigentlich unser Glück. Also wir hatten wirklich verdammte Angst gehabt davor und waren heilfroh, als die Sache so ruhig ablief und eben auch ohne irgendwelche Eingriffe unsererseits. Tja, warum nicht, weil wir heilfroh waren. Ich habe gesehen, wie der Zug unbedrängt dort stand, an dem 9. Der Demonstrationszug, nicht aufgehalten, unbedrängt. Und da hat's mich erst mal wirklich angehalten und ich war ratlos. Und da habe ich, weil ich nur gekommen bin über vom Konsument hinten hoch, stand ich so hinter diesen Polizeiketten, guckte dann durch die Bäume durch auf den Zug und habe die Menschen dort pfeifen und rufen gehört. Das war akustisch nicht identifizierbar, was war. Aber da ist mir natürlich auch klar geworden, welcher immense Druck auf jedem einzelnen Polizisten da liegt. Und nachdem ich einen Montag vorneweg zugehört habe, wie ein Ehepaar aus dem Kreis der Demonstranten so einen Hundeführer angesprochen hat, wofür Hunde da wären. Und der ganz schlicht sagte, ja, wir haben nicht so viel Polizei. Und ein Hund sichert natürlich einen größeren Raum. Und dann haben die ihn gefragt, ja, und wann nehmen sie dem denn nur den Beißkorb ab? Und da hat er wieder in aller Naivität gesagt, wenn es enge wird. Und da haben die den zum Dritten gefragt, ja, und kriegen sie dann einen Befehl? Und da hat er die sehr ratlos angeguckt, der hat vielleicht auch vorneweg schon mal drüber nachgedacht.
Aber in dem Moment kam das irgendwo mit aller Gewalt und da hat er gesagt, wenn es enge wird, erreicht mich kein Befehl mehr. Und das hatte ich als Erinnerung da. Das könnte also sehr schnell so enge werden, dass auch ein erneuter Befehl noch weiter zurück die nicht mehr erreicht. Es war sehr knapp. Kurz bevor unser Einsatzbefehl begonnen hätte, ist dieser Widerruf gekommen, sodass wir nicht eingegriffen haben. Also es könnte so gegen 18 Uhr gewesen sein, so in der Drehe. Zumindest hatte sich der Zug schon formiert auf dem Karl-Marx-Platz und ist in Richtung Hochhaus mit der Gartenstraße gelaufen. Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn Sie dieser Einsatz, also dieser Rücknahme des Einsatzbefehls nicht mehr erreicht hätte durch irgendwelche technischen Komplikationen? Das ist ein Problem, über das wir auch diskutiert haben und was uns eigentlich relativ tief berührt hat. Tja, was wäre passiert? Wir wären dort mit den uns zur Verfügung standen Mitteln entsprechende einmal gegebenen Aufgabenstellung vorgegangen und hätten versucht, den Demonstrationszug aufzuhalten bzw. aufzulösen. Bereitschaftslage! Richtung! Einsatzlage! Herstellen! Bereitschaftslage! Herstellen! Bisher sehe ich überhaupt keine Chance. Ich sehe zwar das Bemühen, aber ich sage, wie er sagt, wenn wir auf den alten Gleisen weiterfahren und wir setzen da irgendwo ein paar Weichen ein, dass das alles entlastet wird, dann mehr ist es nicht. Kann nicht kommen. Ich spreche mich hier eindeutig für das neue Forum aus, aber nicht nur für das neue Forum, sondern zum Beispiel auch für die Sozialdemokratische Partei und sage mir, nur mit neuen Kräften können wir in diesem Land was verändern. Keiner will den Sozialismus hier grundlegend zerstören, aber wir müssen den Sozialismus ganz anders und ganz neu gestalten. Was machen wir mit den alten Kräften? Ich bin nicht unbedingt für... Wir brauchen ihre Erfahrung. Wir brauchen die Erfahrung der alten Kräfte, denn die haben in der Staatsführung eine Erfahrung. Aber die können nicht grundlegend das Monopol Machtführung für sich beanspruchen. Würden wir Sie fragen, warum Sie noch zu einer Demonstration gehen? Ja, weil mich das interessiert und ich sehe hier kein Weiterkommen mehr. Da sind so viele Menschen abgehauen, die wollten, wären bestimmt gerne noch hier geblieben, aber sie sahen keine Zukunft mehr hier in dem Lande. Und was müssen wir jetzt machen? Ja, ich würde sagen, erstmal vernünftig diskutieren und dann hier neue Wahlen müssen hier kommen. Das, was die letzte Wahl gebracht hat, war gar nicht. Und haben Sie eine Hoffnung jetzt nach der Erklärung der letzten Wahl? Wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht mehr hier. Das kann ich Ihnen sagen. Wir hoffen ja alle, darum bleiben wir ja hier. Freie Wahlen! Freie Wahlen!